Hallo und herzlich willkommen, meine Lieben. Ja, das Thema, was ich ja angesprochen hatte, immer Richtung unserer Politiker, unserer politischen Kaste und dem Thema, was ja damit immer wieder in Verbindung steht, die Impfpflicht, die im Raum steht. Dazu habe ich ein paar, ja, sag ich mal, Ideen, wie wir Pflegekräfte uns dagegen wehren können. Ich habe von sehr vielen von euch gelesen, dass ihr gegen eine Corona-Impfung auf mRNA-Basis seid. Ja, sag ich mal, diese oppositionelle Haltung gegenüber dieser Impfung scheint ja nicht nur bei uns Pflegekräften verbreitet zu sein, sondern auch bei der normalen Bevölkerung. Und dazu habe ich mir mal überlegt, wir haben 1,7 Millionen Pflegekräfte. Wenn wir jetzt davon ausgehen, dass die Umfragen aus der Schweiz stimmig sind, 90% dagegen, oder die anderen Umfragen, wo teilweise 50% sagen, ich bin dagegen, um die 20, 30% sagen erstmal andere vor. Dann reden wir über einen sehr hohen Anteil auch an diesen 1,7 Millionen Pflegekräften, die im Grunde genommen nicht impfwillig sind. Das muss man ganz einfach so auf den Punkt bringen. Und es geht hierbei nicht nur um uns Pflegekräfte, es geht um alle anderen Berufsgruppen genauso, bei denen eine Impfpflicht im Raum steht. So. Wenn wir uns jetzt darauf mal ein bisschen besinnen, was wäre, wenn wir von den 1,7 Millionen Pflegekräften nur 50% haben, die sagen, ich möchte mich nicht impfen lassen? Dann reden wir über 850.000 Pflegekräfte, die nicht bereit sind, sich impfen zu lassen. Oder nicht impfen lassen wollen unter den Voraussetzungen, die wir haben. 850.000. Das ist eine immense Zahl für Deutschland. Das ist über 1% der Bevölkerung. Und was wollen die machen? Meine Idee gilt nicht nur für Pflegekräfte, sondern auch für alle anderen, die sich nicht impfen lassen möchten. Die sagen, Impfdings und so weiter, macht das hier. Schreibt Kündigung. Es klingt ein bisschen hart im ersten Moment, aber wenn das kommen sollte, schreibt Kündigung. Hiermit kündige ich aufgrund des Angehens gegen die mir im Grundgesetz gemäß Artikel, müsste man raussuchen, zugesicherte körperliche Unversehrtheit, die Selbstbestimmung und die, so kann man das ja auch, also wie gesagt, genaue Ausformulierung werde ich euch jetzt nicht zur Verfügung stellen, nur einfach Ideen und Anregungen, wie man das formulieren könnte. Aufgrund des von Ihnen im Schreiben vom Baba angekündigten Impfzwangs kündige ich hiermit fristgemäß zum Datum XY, müsste man halt gucken, was in der Dings drin steht, im Arbeitsvertrag. Und wie gesagt, formuliert das ruhig so aus. Also ihr seid dagegen, dass man sich über eure Selbstentscheidung, über eure körperliche Unversehrtheit versucht hinwegzusetzen und schreibt im nächsten Satz mit rein oder mit als Abschlusssatz mit hinein. Hiermit bitte ich um bezahlte Freistellung für die restliche Zeit der Kündigungsfrist, da ja nicht ausgeschlossen werden könnte, dass eventuell durch eine nicht vorhandene Impfung Infektionen sich verbreiten könnten. Wenn diese Sache sag ich mal, wirklich, sagen wir mal nur 40% der Pflegekräfte so machen würden und vielleicht auch noch mit reinschreiben, bitte melden Sie diese Kündigung schon mal vorab an die Krankenkassen oder wie auch immer, das könnte einen riesigen Effekt hervorrufen, meine Lieben. Weil, wie gesagt, wenn ich jetzt sehe, allein die Aufrufe, die positive Zustimmung von anderen Pflegekräften zu dem Video, was ich gemacht habe, zeigt an, dass eine generelle Bereitschaft doch sehr gering zu sein scheint. Man muss sich ja nur das Verhältnis angucken, Like zu Dislike bei den Videos. Da fällt das schon sehr auf, dass eine allgemeine Skepsis gegenüber dieser Impfform vorliegt. Und auch die Menschen sich immer mehr bewusst darüber werden, dass wir über eine nicht ausreichende Erprobungszeit sprechen. Langsam wird auch in den Kommentaren wieder ich nenne es jetzt mal Misere mit dem Schweinegrippen-Impfstoff aufgepackt, wieder rausgeholt, wo wir ja die Situation hatten, dass 20 Millionen Impfdosen geordert worden sind, sehr viele von diesen Impfdosen im Endeffekt im Müll gelandet sind, weil sie abgelaufen waren und die Menschen sich nicht haben impfen lassen. Und wir auch da verhältnismäßig viele Meldungen haben, dass aufgrund dieser Impfung eine Narkolepsie sich entwickelt hat und andere Impfnebenwirkungen zustande gekommen sind. Da bitte ich euch einfach mal drum, dass ihr Tante Google einmal fragt, Schweinegrippe,
Nebenwirkungen, Schweinegrippe, Narkolepsie. Da werdet ihr sehr viele Artikel zu dem Thema finden. Auch teilweise sogar von renommierten Berichterstattungen. Das wäre jetzt so was, was ich sagen würde, wie wir auch offen zeigen können. Wie gesagt, es gilt nicht nur für uns Pflegekräfte, es gilt für alle anderen, dass wir vorsorglich Kündigungen formulieren, die bei Auftreten einer Impfpflicht dann vorgelegt werden und man ganz klar sagt, ich mache das nicht mit, es geht gegen meine Grundrechte, die mir im Grundgesetz zugesichert worden sind, freie Berufswahl und so weiter. Das sind ja viele Punkte, auf die wir uns da berufen können. Und ich denke mal, damit könnten wir, wenn wir das im größeren Stil machen, nicht nur in der Pflege, auch wie gesagt, alle anderen Bereiche, wo Zwangsimpfungen zu Rate gekommen wäre oder zur Sprache kommen, schreibt einfach Kündigung. Ich will mich nicht impfen lassen. Es ist meine freie Entscheidung zu sagen, nein, ich möchte das nicht. Und damit werden wir eher Erfolg haben als mit irgendwelchen Häkchen irgendwo setzen oder ähnliches, sondern damit würden wir tatsächlich Druck auf die Verantwortlichen ausüben, indem wir eben solche Formulierungen ganz klar verwenden, indem wir ganz klar sagen, nein, dann gehe ich halt das Risiko ein, arbeitslos zu werden. Und wenn das ein Großteil der Menschen macht, die im Arbeitsleben sind, werden die daran nicht festhalten können. Wenn von den ganzen Beschäftigten, die wir haben, es reicht ja im Grunde genommen nur schon ein Teil von 20-25%. Das würde schon reichen an in Anführungszeichen Verweigerern, die sagen, ich kündige lieber, als dass ich mich impfen lasse, würde der Druck auf die entsprechenden Stellen, auf die entsprechenden Akteure wesentlich größer werden. Ja, ihr könnt ja mal gerne in die Kommentare schreiben, was ihr davon haltet, wie ihr das seht. Wenn ihr Vorschläge habt, wie man das vielleicht ausformulieren kann oder ähnliches, könnt ihr das auch gerne unten reinschreiben. Wenn ihr sagt, das ist keine gute Idee, würde ich euch bitten, nicht einfach nur den Daumen runter zu drücken, sondern auch in die Kommentare reinzuschreiben, warum ihr das so seht, was eure Befürchtungen sind, eure Ängste sind, die ihr da vielleicht habt in dem Hinblick. In dem Sinne, meine Lieben, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich hoffe wieder auf einen regen Austausch mit euch. Ich, wie gesagt, würde wirklich hoffen, dass auch hier wieder eine relativ starke Rückmeldung kommt, dass wir zusammen Ideen ausarbeiten, wie wir dagegen angehen können. Und in dem Sinne, meine lieben Menschen, weigert euch Feinde zu sein, macht euch die Quellen selbst zugänglich, schaut sie euch auch bitte selber an, rechnet nach und ja, in dem Sinne, einen schönen Tag noch, euer Mike.